Datenträger der Zukunft hat die CD den Markt der Speichermedien erobert. Eine CD braucht wenig Platz und hält, so glaubte man, jeder Belastungsprobe stand. Bibliotheken, Archive, Privatpersonen, alle stürzten sich auf diesen neuen Datenträger. Der Laserstrahl eines CD-Lesegeräts dekodiert die digitalisierten Informationen auf der Scheibe. Vergrößert man die Oberfläche einer CD um das 4500-fache, kann man die darauf eingeprägte Botschaft deutlich erkennen. Die Vertiefungen und Flächen werden in der Informatiksprache als 0 gelesen, die Übergänge jeweils als 1. Am Nationalen Französischen Institut für Messwesen schlugen Wissenschaftler 2003 Alarm. Anfang der 2000er Jahre begannen wir uns mit CDs zu beschäftigen. Wir untersuchten die Qualität der Gravur auf den Scheiben. Bei der Nachuntersuchung einer CD, die wir ein Jahr zuvor auf die Qualität der Gravur getestet hatten, erlebten wir eine große Überraschung. Wir erhielten völlig andere Resultate. Die CD hatte sich komplett verändert. Dabei waren auch Daten auf der Scheibe verloren gegangen. Nach Aussage der Hersteller sollte die Scheibe hunderte von Jahren halten. Die Forscher konzentrierten sich auf die dünne Metallschicht, in der die Vertiefungen und Flächen eingeprägt sind, mit denen die auf der CD gespeicherten Informationen kodiert sind. Sie untersuchten CDs unterschiedlicher Hersteller unter dem Elektronenmikroskop. Mehrere dieser CDs wiesen die gleichen Anomalien auf. Selbst wenn man CD-ROMs in einem lichtundurchlässigen Schrank sichert und jedem äußeren Einfluss entzieht, kann es zu Datenverlust kommen, verursacht von den Partikeln, die bei der Herstellung der Scheibe entstehen. Man kann hier deutlich ein oxidiertes Partikel erkennen. Die Oxidation kann die Metallschicht der CD-ROM durchdringen und ihre Informationen zerstören. Unerwünschte Partikel können die Daten auf einer CD in nur einem Jahr zerstören. Wir sind also weit von den anfänglichen Verheißungen entfernt und es stellt sich die Frage, ob CDs als langfristiges Speichermedium überhaupt geeignet sind. Um das herauszufinden, haben Jacques Perdereau und sein Team hunderte von CDs einem künstlichen Alterungsprozess unterzogen. Die CDs wurden hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Die Ergebnisse sprechen für sich. Es zeigt sich, dass in einigen Fällen die Tinte der auf die CDs geklebten Etiketten auf der Scheibe verlaufen und die Metallbeschichtung schädigen kann, die die digitalen Informationen enthält. Langfristig erwiesen sich CDs als anfällige und unzuverlässige Speichermedien. Bei den Tests wurde außerdem die durchschnittliche Lebensdauer dieses Speichermediums ermittelt. Wir haben bei Stichproben von mehreren Sammlungen festgestellt, dass ca. 15% der CDs eine Lebensdauer von 1 bis 5 Jahren aufweisen. Die übrigen 85% können eine Lebensdauer von über 20 Jahren erreichen. Die Schlussfolgerungen des Labors sind eindeutig. CDs gelten heute nicht mehr als sicherer und dauerhafter Datenspeicher. Doch was ist mit den Festplatten, denen wir fast alle unsere Daten anvertrauen? Sie sind der Kern des Gedächtnisses unserer Computer. Jeden Tag zeichnen sie dank einer genialen und präzisen Mechanik Tausende von digitalen Informationen auf. Eine Festplatte setzt sich zusammen aus mehreren runden Platten, die mit hoher Geschwindigkeit rotieren. Die Rotation dieser Scheiben erzeugt einen Luftstrom, der den magnetischen Schreib- und Lesekopf in einem infinitesimal geringen Abstand von ihrer Oberfläche hält. In kleinem Maßstab entspricht das einer Concorde, die mit Höchstgeschwindigkeit 1 Meter über der Erdoberfläche dahinrast. Das bedeutet, dass das winzigste Staubkorn, die kleinste Erschütterung, zu einer Katastrophe führt. Und von dem Moment an, wo der Lese- und Schreibkopf die Magnetscheibe berührt, ist die Festplatte tot, denn der Kopf klebt dann durch molekulare Adhäsion an der Magnetscheibe. Festplatten sind sehr stoßempfindlich und nicht vollkommen vor Staub und Verunreinigungen geschützt. Die Hersteller übernehmen deshalb für Festplatten nur 5 Jahre Garantie.
sind die Flash-Speicher, mit denen unsere Fotoapparate und die USB-Sticks ausgerüstet sind, eine zuverlässigere Alternative? Bei den SSD, bei USB-Sticks oder den Speicherkarten in Fotoapparaten gibt es ein anderes Problem, denn sie können nur begrenzt überschrieben werden. Die Zahl der Überschreibungen ist natürlich wichtig, denn in den digitalen Systemen erreicht man rasch 100.000 Neubeschreibungen. Doch wenn Sie einen USB-Stick, eine SSD oder einen Flash-Speicher für die Archivierung verwenden, dann speichern Sie Ihre Informationen einmal und bewahren diese Speicherkarte dann auf. So kann man die Daten leicht einige Jahrzehnte sichern. 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre mittlere Lebensdauer. Nie hat die Menschheit in ihrer Geschichte derart viele Informationen, derart vergänglichen Datenträgern anvertraut. Werden wir unser digitales Gedächtnis mehr als ein Jahrhundert, wenn nicht sogar mehrere Jahrtausende konservieren können? In einigen Bereichen, in denen es um die Archivierung sensibler Daten geht, stellt sich diese Frage bereits. In Frankreich lagert die nationale Behörde für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, Andra, tausende von Fässern mit radioaktiven Abfällen in Betonbunkern. Jedes Fass ist mit einem Strichcode versehen, anhand dessen sich die entscheidenden Informationen im Datenspeicher des Lagers abrufen lassen. Damit wir vor der gefährlichen Radioaktivität geschützt sind, müssen die Fässer mindestens 300 Jahre lang im Zwischenlager bleiben. Wie wird der Stand der Informatik in 300 Jahren sein? Wird ein System existieren, das die Informationsträger von heute noch lesen kann? Die Digitaltechnik kennt wirklich keine Hürden. Ihr Problem ist, dass sie eine Art Endlosschraube ist, ohne Garantie, dass sie ewig gedreht werden kann. Denn die digitale Technik verändert häufig den Standard und wird immer kompakter. Die Floppy Disks, die man vor 20 Jahren benutzte, kann heute keine einzige Maschine mehr lesen. Man muss praktisch alle 10 Jahre sämtliche Dateien auf neue Datenträger, wenn nicht auf neue Software, übertragen. Und wer kann bei dieser Endlosschraube garantieren, dass sie in 1000 Jahren noch gedreht werden kann? Wir müssen deshalb parallele Lösungen entwickeln, um die Übermittlung von Daten über eine sehr lange Zeitspanne sicherzustellen. Welcher Datenträger wurde also gewählt, um die digitalen Daten abzusichern und bei der Lagerung eine Sicherheit zu bieten, die zuverlässig genug ist, um dem Zahn der Zeit zu widerstehen? Die Andra hat sich alten Freunden zugewandt. Tinte und Papier. Heute gibt es ungebleichtes, säurefreies Papier, das mit der Zeit nicht zerfällt. Die Daten werden darauf mit einer Acryltinte gedruckt, die auf lange Dauer beständig bleibt. Ein aufschlussreiches Paradox. Wenn etwas Jahrhunderte überdauern muss, kann die Digitaltechnik nicht mit Papier konkurrieren, das wir seit der Antike verwenden. Bei stark radioaktiven Abfällen hat man es mit ganz anderen Zeitdimensionen zu tun. Die Andra plant, radioaktives Material, das in 500 Jahren, in manchen Fällen sogar erst in 5000 Jahren, kein Risiko mehr darstellen wird, tief in der Erde zu vergraben. Über diesen sehr langen Zeitraum hinweg muss jederzeit bekannt sein, wo das Material vergraben ist und unter welchen Bedingungen es gelagert wird. Bei der Grabung der 1400 Meter langen unterirdischen Stollen des Labors ergab sich eine Lösung. Bei der Langzeitspeicherung, dabei denken wir an viele Jahrtausende, führt einer der Wege, die wir erforschen, zu den Deponien des Materials, das wir aus den Stollen gefördert haben. Denn das kommt an dem Ort, wo es sich nun befinden wird, geologisch normalerweise nicht vor. Wir haben vor, in diesen Abraumhalden eine bestimmte Zahl von Informationen auf geeigneten Trägern zu platzieren, um den Archäologen und Geologen der Zukunft anzuzeigen, warum dieses geologische Material, das da eigentlich nichts zu suchen hat, sich dort befindet. So können wir auf das Vorhandensein des Lagers hinweisen. Die Andra ist immer noch auf der Suche nach einem digitalen Datenträger, der stabil und widerstandsfähig genug ist und in diesen Deponien eingelagert werden kann, um zukünftigen Generationen das Vorhandensein des in der Tiefe vergrabenen nuklearen Materials anzuzeigen.
Sie könnten sich dabei anregen lassen von Zivilisationen, die uns vor sehr langer Zeit in Stein gehauene Botschaften hinterlassen haben. Wie zum Beispiel die Hieroglyphen, die uns aus dem antiken Ägypten überliefert worden sind. Wieder einmal führt uns die Vergangenheit in die Zukunft. Wir verfügen heute über ein Mineral, das Hitze, Säure und Radiowellen widersteht. Ein Mineral, das zwar nicht unzerstörbar ist, in jedem Fall aber widerstandsfähiger als jeder Obelisk aus Stein. Quarz. In Japan arbeiten die Ingenieure des Hitachi-Labors, das der Universität von Kyoto angeschlossen ist, an Quarz. Mit dem Ehrgeiz, den stabilsten digitalen Datenträger herzustellen, der je entwickelt wurde. Sie müssen sich jedoch mit dem Problem der ungeheuren Härte des Bergkristalls auseinandersetzen. Wir haben 1996 mit unseren Forschungen begonnen. Das Team um Miyuraki Utaka fand damals heraus, dass Laser die Struktur von Quarz verändern kann. Nach dieser Entdeckung begannen wir zu erforschen, ob sich dieses Phänomen in eine Technologie zur Abbildung digitaler Daten umsetzen lässt. Ich werde jetzt Daten in diesem Quarzglas speichern. Die Daten werden mit Hilfe eines Lasers eingeschrieben. Dieser Laser sendet Lichtimpulse aus, die den millionsten Bruchteil einer Milliardstel Sekunde dauern. Der Laserstrahl ritzt mikroskopisch kleine Vertiefungen in perfekter Anordnung ein. Die Vertiefungen und Flächen stehen für eine 0, die Übergänge jeweils für eine 1, nach dem binären Alphabet. Es ist möglich, Dutzende Punkte gleichzeitig einzuschreiben. Die Information wird in das Material eingraviert und ist damit vor Strahlen und Staub geschützt. Ein weiterer Vorteil von Quarz: Die Daten sind dank der Transparenz des Materials mit jedem Mikroskop lesbar. Wenn man Daten über einen langen Zeitraum speichert, wird man später möglicherweise kein entsprechendes Lesegerät zur Verfügung haben. Wenn diese speziellen Geräte irgendwann nicht mehr hergestellt werden, wird es sehr schwierig, die Daten auszulesen. Mithilfe dieser Technik machen wir die Daten unter einem ganz normalen Lichtmikroskop sichtbar. Und die Daten können auch in ferner Zukunft noch ausgelesen werden. Um welchen Zeitabschnitt geht es? 100 Jahre? 500 Jahre? 1000 Jahre, 10.000 Jahre? Um die Widerstandsfähigkeit des Trägers zu testen, wird eine Quarzlamelle in einem Ofen 1000 Grad Hitze ausgesetzt. 2 Stunden später ist die Lamelle mit den Gravuren noch intakt. Und sie widersteht auch dem Temperaturschock, wenn man sie dann in Wasser mit Zimmertemperatur taucht. Auch ein Säurebad kann ihr nichts anhaben. Nach unseren Berechnungen beträgt die Lebensdauer der in Quarzglas gespeicherten Daten etwa 300 Millionen bis mehrere Milliarden Jahre. So lassen sich Daten also über einen extrem langen Zeitraum dauerhaft speichern. Das alles steckt bisher noch im Experimentalstadium, erweist sich jedoch als extrem vielversprechend. Aber ein großer Schwachpunkt ist immer noch die begrenzte Speicherkapazität. Sie übertrifft im Augenblick kaum die einer Blu-ray-Disc. Die Methode wird sich eignen, um auf lange Sicht Daten für Atommüll-Zwischenlager zu speichern. Allerdings ist man noch weit davon entfernt, der Flut von Informationen begegnen zu können, die bei wissenschaftlichen Versuchen produziert werden. Der Elektronenbeschleuniger des CERN an der französisch-schweizerischen Grenze ist ein riesiger kreisförmiger Tunnel von 27 Kilometern Umfang in 100 Metern Tiefe. Im Innern dieses Rings kollidieren Elektronen und Positronen in Höchstgeschwindigkeit. Die Analyse ihrer Kollisionen mit ultraempfindlichen Messgeräten erlaubt es, dem Ursprung des Universums auf die Spur zu kommen. Wir sind hier am CMS-Detektor, wo die Partikel des Large Hadron Collider aus beiden Richtungen kommend hier in der Mitte kollidieren und viele Kollisionen erzeugen. Es ist vergleichbar mit einer Digitalkamera, aber in Ihrer Digitalkamera ist der Sensor ungefähr so groß. Hier hingegen hat er eine Größe von 10 auf 10 Meter.
Ein weiterer Unterschied besteht in der Anzahl der aufgenommenen Bilder pro Sekunde. Wir nehmen hier 40 Millionen Mal pro Sekunde ein Bild auf. Das entspricht der Produktion von 10.000 DVDs in der Sekunde. Bei einem derartigen Datenstrom muss man Informationen auswählen. Elektronische Filter lassen nur die durch, die als aussagekräftig bewertet werden. Dennoch ist die schiere Menge der im Rechenzentrum bearbeiteten Daten beeindruckend. Zuerst einmal werden die Daten auf Tausenden von Festplatten gespeichert, die in Disk Arrays angeordnet sind. So können die Wissenschaftler sehr rasch auf Informationen zugreifen, die sie für ihre Forschungen brauchen. Die aufgezeichneten Daten sind jedoch so zahlreich, dass ihre Analyse Jahrzehnte erfordern würde, obwohl das CERN über ein Computernetz verfügt, das Millionen Operationen in einer Sekunde durchführen kann. Die Geheimnisse der Materie und des Universums zu durchdringen, erfordert Zeit. Viel zu viel Zeit mit Blick auf die geringe Haltbarkeit der Festplatten, mit denen die Server ausgerüstet sind. Das ist der Grund, warum die Informatiker beim CERN auf ein anderes Trägermedium zurückgreifen mussten, um die Archivierung ihrer wertvollen Daten langfristig zu sichern. Die Daten des LHC werden hier archiviert. Das soll heißen, in diesen Kartuschen, die Magnetbänder enthalten. Sie werden von vollautomatisierten Anlagen wie dieser dort herausgesucht, wenn ein Physiker diese Daten braucht oder neu analysieren muss. So werden von Robotern über 50.000 Magnetbänder verwaltet, die als Speicherträger für die gesamten Daten des LHC dienen. Warum Magnetbänder? Tatsächlich stellt man sich jetzt schon, in den 20 Jahren, in denen ich hier bin, ständig die Frage, kann man das System nicht ändern? Tatsächlich nein. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits zeigen neuere Analysen, dass die Zuverlässigkeit der Magnetbänder um den Faktor 1000 höher ist als bei CDs. Zweitens verbrauchen Magnetbänder, solange sie nicht verwendet werden, keinen Strom. Drittens, Magnetbänder sind viel unempfindlicher als Festplatten. Sie können auch mal runterfallen. Die Magnetbänder werden in Plastik eingepackt und die Daten können immer wieder gelesen werden. Ihre Zuverlässigkeit haben sie bereits bewiesen. Schon in den 50er Jahren verwendeten die ersten Rechner Magnetbänder. Seit jener Pionierzeit wurden die gespeicherten Daten auf den Bändern immer stärker verdichtet. Die Speicherkapazität auf Magnetbändern hat wie bei CDs ihre Grenzen. Doch heute belegen Laborergebnisse, dass Magnetbänder die Kapazität von 50 Terabytes pro Kartusche erreichen können. Trotz der theoretischen Begrenzungen sind wir damit bei einem Faktor 10. Selbst wenn uns das gigantisch vorkommt, die Informationsmengen, die der LHC erzeugt, sind nur ein Tropfen in dem Datenozean, den wir alle auf dem Planeten produzieren. In 24 Stunden werden 145 Milliarden E-Mails ausgetauscht. 4,5 Milliarden Informationen werden im Internet aufgerufen. Jeden Tag erzeugen wir 2,5 Trillionen Bytes an Daten. Diese astronomischen Mengen sind kaum vorstellbar, sodass die Informatik eine eigene Maßeinheit erfinden musste. Sie beruht auf den Bytes. Ein Byte setzt sich zusammen aus 8 Nullen und Einsen, aus 8 Bits. Ein Buchstabe auf dem Display entspricht einem Byte. Eine DIN A4-Seite 3 Kilobyte. 300 Seiten 1 Megabyte. Ein Bücherregal 1 Gigabyte. 5 Bücherregale einer DVD. 6 Millionen Bücher einem Terabyte oder einem Stapel von 200 DVDs. Ein 200 Meter hoher Stapel DVDs entspricht einem Petabyte. Ein 1 Kilometer hoher Stapel DVDs 5 Exabytes oder den gesamten von der Menschheit produzierten Informationen bis zum Jahr 2003. Ein Stapel DVDs, der die Erde mit dem Mond verbindet, stellt 1,8 Zettabytes dar oder die gesamten Informationen, die im Jahr 2011 erzeugt wurden. Und ein Stapel DVDs, der Mars und die Sonne verbinden würde, entspricht einem Jottabyte oder der Menge an Informationen, die sich von jetzt ab in den nächsten 5 Jahren anhäufen wird. Auf den ersten Blick kann kein existierender Datenträger eine derartige Masse an Daten speichern. Heißt das, wir als Gesellschaft stehen vor einer Sackgasse? Sicher nicht.
Die Wissenschaftler, die sich mit der Datenspeicherung beschäftigen, haben begriffen, dass man die Logik ändern muss. Sie interessieren sich seither für ein Modell, das wir in uns tragen und das seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt hat. Dieses komplexe System, dessen immense Ressourcen viele Überraschungen bereithalten, ist die in den Chromosomen von Lebewesen enthaltene DNA. Nick Goldman und sein Team untersuchen diesen Aspekt der DNA im Europäischen Bioinformatik-Institut in England. Es gibt jede Menge Gründe, warum DNA ein so gutes Medium ist. Sie ist sehr klein, sie ist sehr kostengünstig, sie hält sehr lange, sie verbraucht keinerlei Energie und wir werden die DNA immer lesen können. Eine Floppy Disk ist heute nicht mehr lesbar. In ein paar Jahren sind vielleicht DVDs nicht mehr lesbar, weil wir die Technik dazu nicht mehr haben werden. Aber wir werden immer technische Möglichkeiten haben, um die DNA zu lesen. Im Moment verläuft die technologische Entwicklung sehr rasant. Alle paar Jahre entsteht eine neue Maschine, um die DNA zu lesen. Aber weil sie in unserem eigenen Genom steckt, werden wir immer irgendeine Maschine haben, die die DNA lesen kann. Die Schwierigkeit bestand lediglich darin, von der Informatiksprache, zusammengesetzt aus 0 und 1, zum genetischen Code überzugehen, der sehr viel komplexer ist. Er verbindet nicht nur zwei, sondern vier Komponenten. Die vier Moleküle der DNA, symbolisiert von den Buchstaben A, C, T, G. Das sind die vier Elemente, die sich vor Millionen Jahren am Grund der Weltmeere verbunden und so das Alphabet des Lebendigen geschaffen haben. Die berühmte Doppelhelix der DNA ist sicher der erste Code, der auf dem Planeten Erde entstanden ist. Bei der DNA haben wir vier Buchstaben, die wir verwenden können. Sie sind wie vier verschiedene Lego-Steinchen. Die kann ich in jeder Anordnung zusammensetzen, um eine Botschaft zu schreiben. Und wie mit verschiedenfarbigen Bausteinen haben wir mit den Buchstaben der DNA den Code entworfen, wobei jeder kleine Baustein ein Byte oder einen kleinen Teil des Signals darstellt. Die können wir dann in jeder beliebigen Abfolge zu einem größeren Signal zusammensetzen. Dabei haben wir den Code so entworfen, dass beim Lesen und Schreiben von DNA möglichst wenig Fehler auftreten können. Als Ausgangspunkt nahmen Nick Goldman und sein Team die Nullen und Einsen, die das Foto, die Texte und die Audiodatei digital kodierten. Dann übertrugen sie diese binäre Sprache mathematisch auf die vier Buchstaben ACTG der DNA. Die Fotografie, die Texte und die Rede wurden so in tausende von Segmenten der DNA aufgespalten. Diese wurden daraufhin chemisch hergestellt. Das Ergebnis dieses Prozesses? Die ursprüngliche binäre Botschaft wurde auf tausende künstlicher lebloser DNA-Stränge geschrieben. Diese DNA enthält jetzt die Information in physischer Form. Dieses winzige Stück DNA schicken wir an das Laboratorium in Heidelberg, wo es gelesen werden soll. Nun übernimmt die Genetik den Platz der Informatik. Um das Verfahren zu testen, werden die kleinen Stücke DNA an das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg geschickt, wo sie dekodiert werden. Die Biologen haben die DNA-Stränge in ein Sequenzierungsgerät eingegeben. Mit Hilfe dieser Apparate werden die Kombinationen der Buchstaben ACTG nachverfolgt. Stellen Sie sich vor, wie viele Daten sich in großen Forschungseinrichtungen wie dieser anhäufen. Man muss also eine Lösung finden, sie aufzubewahren oder zunächst wenigstens einmal zu archivieren. Sonst verlieren wir bei all dem wissenschaftlichen Fortschritt hier schon bald den Zugang zu ihnen. Bereits jetzt kommt unsere Gesellschaft Wissen abhanden. Ich glaube, die Forschung an DNA-Speichern ist ein wirklich vielversprechender Weg. Ein weiterer Vorteil der DNA: sie ist ein solides Material, das auch beim Transport nicht so schnell Schaden nimmt. Um DNA zu lagern, müssen drei Parameter berücksichtigt werden. Erstens muss sie kühl und zweitens trocken gehalten werden, denn so werden chemische Reaktionen mit der Umwelt verhindert. Und drittens muss sie vor Licht geschützt werden.
Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass sich in dem trockenen und gefrorenen Boden Sibiriens DNA-Fragmente von Tieren erhalten konnten, die seit Jahrtausenden ausgestorben sind. Etwa vor einem Jahr wurde ein wissenschaftlicher Aufsatz über die Genome urzeitlicher Pferde publiziert. Dazu wurden Proben von DNA untersucht, die 700.000 Jahre überdauert hatte. Diese DNA konnte weitgehend entschlüsselt werden. Dieses Experiment wurde also bereits durchgeführt und es belegt, dass die DNA und damit auch Informationen und Botschaften mehr als eine halbe Million Jahre überdauern kann. Das Team in Deutschland brauchte ungefähr 2 Wochen, um alle Sequenzen der DNA zu entziffern, die das Forschungsinstitut in England geschickt hatte. Alle DNA-Stränge wurden gelesen und die Botschaft vollständig wiedergegeben. Nachdem wir die gelesene Sequenz aus Heidelberg erhalten hatten, dekodierten wir die DNA-Fragmente und setzten die binären Daten, auf denen sie beruhten, wieder zusammen. Wir wollten vergleichen, ob sie exakt mit dem übereinstimmten, von dem wir ausgegangen waren. Die Fotografie sieht exakt gleich aus. Und wir überprüften außerdem mit einem Computer, ob jedes einzelne Bit, jede 0 und jede 1 korrekt war. Und das waren sie. Down in Alabama with its vicious racists, with its governor. Nick Goldman und seine Kollegen haben nachgewiesen, dass die Kodierung von digitalen Informationen in den DNA-Strängen eine durchaus realistische Alternative ist, die darüber hinaus große Speicherkapazitäten verspricht. Nach dem System, das wir in unserem Experiment verwendet haben, beträgt das gesamte Volumen aller Informationen auf der ganzen Welt 2 Kubikmeter. Das heißt, 2 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter. Man könnte also alles in einem großen Auto unterbringen. Zurzeit ist dieses Verfahren noch im Experimentalstadium, denn seine Umsetzung ist komplex und kostenaufwendig. Doch es ist kein Zukunftstraum, wenn wir uns vorstellen, dass in Zukunft Millionen von Reagenzgläsern mit DNA-Strängen in Magazinen lagern werden, so wie wir heute in unseren Bibliotheken Bücher aufstellen und einordnen. Unsere Daten könnten also in der Sprache des Lebendigen festgehalten werden. Die Frage der Dauer wäre geregelt, doch ein Problem müsste noch gelöst werden, das Problem des Umfangs. Mit dem Internet haben Informationen ihre Beständigkeit verloren. So als würden die Bücher unserer Bibliotheken alle Augenblicke erneuert. Ein getreues Gedächtnis muss dieser Dynamik Rechnung tragen. Alle Speicherverfahren, CDs, Quarz, Magnetbänder und sogar die DNA sind nicht dazu geeignet, Daten zu speichern, die sich ständig verändern. Für unsere digitalen Daten, unsere Fotos, unsere Mailboxen haben wir einen Datenspeicher gefunden, der ihrer Flüchtigkeit entspricht. Es ist eine Art Bibliothek in fortwährender Mutation. Die Cloud oder zu Deutsch Wolke. Der Begriff ist irreführend. Er lässt uns glauben, unsere digitalen Daten seien ganz und gar flüchtig geworden. Doch das sind sie keineswegs. Eine Cloud beruht auf einer durchaus physischen Basis, den Datenzentren. Ein Datenzentrum ist zunächst einmal eine Art Festung, eine Art Tresor, der die Sicherheit der Daten, die in ihm gelagert werden, garantieren soll. Serge Abitboul vom Nationalen Forschungsinstitut für Informatik und Automatisierung lädt uns ein zu einem Besuch des größten europäischen Datenzentrums im Norden Frankreichs. In diesen Gängen wird ein Teil der Milliarden digitalen Daten, die jede Sekunde durch das Web gehen, verarbeitet und gespeichert. Das ist ein Disk Array. Davon gibt es hier Hunderte. Es besteht aus Rechnern, aus Festplatten. Und das ist dann die Cloud. Alle Speicher von Unternehmen, von Individuen, ihre Fotos, ihre E-Mails, alles befindet sich in solchen Disk Arrays. Irgendwo auf dem Planeten, in den Datenzentren. Die
Die Cloud der Datenzentren verwaltet unser digitales Alltagsleben, einschließlich unserer immer wichtigeren vertraulichen Daten. Das Gedächtnis der Menschheit, in gewisser Weise auch das Gedächtnis von Individuen, wird heute durch die Datenzentren gesichert. Diese Daten haben einen beträchtlichen Wert. Sie dürfen nicht verloren gehen. Und die einzige Methode, um diese Informationen zu erhalten, besteht im Wesentlichen darin, sie zu replizieren. Damit die Dateien unserer Erinnerungen auf Dauer Bestand haben, werden sie also in den Datenzentren fortwährend von einer Festplatte auf eine andere übertragen. Wenn man digitale Informationen repliziert, also kopiert, und zwar normalerweise unendlich oft, besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Fehler einschleicht. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit lässt sich leben, aber wenn man sehr oft repliziert, kann diese geringe Fehlerwahrscheinlichkeit mit der Zeit sehr groß werden. Deshalb wurden in die digitale Wiedergabe von Informationen Korrekturcodes eingeführt, die garantieren sollen, dass die Kopie jedes Mal fehlerfrei ist. Jede digitale Botschaft, die auf irgendeinen Datenträger geschrieben wird, transportiert gleichzeitig ihre eigenen Korrekturcodes, die Fehler korrigieren und für eine perfekte Kopie der Daten sorgen. Derart gesichert kann eine Datei unendlich repliziert werden. An Ort und Stelle oder in einem anderen Datenzentrum, sehr weit von dem ersten entfernt. Selbst wenn jeden Tag Festplatten in den Datenzentren Schaden nehmen, hat das faktisch keinerlei Einfluss auf unsere Daten, denn sie wurden ja kopiert. Unser digitales Gedächtnis wird mobil. Es wird immer umfangreicher und es gibt immer mehr Datenzentren. Wir generieren immer mehr Informationen, immer mehr Wissen. Aber werden diese Informationen und Erkenntnisse in 50 oder 100 Jahren noch verfügbar sein? Wie kann ein Forscher oder Akademiker in 100 Jahren das Internet vom Anfang des 21. Jahrhunderts untersuchen? Wird es noch verfügbar sein? Wird das Web konserviert worden sein? Lassen sich dann noch Spuren finden? Mit dem Internet, das fortwährend von den Datenzentren gespeist wird, sind Informationen heute im Fluss. Das Web wandelt sich permanent. Jede Sekunde entstehen neue Seiten, andere verschwinden. Mit welcher Methode kann man zukünftigen Generationen dieses Gedächtnis zugänglich machen, das so veränderlich und kurzlebig geworden ist? In Frankreich wurde die Konservierung der Inhalte von Fernsehen und Radio durch ein zentrales Archiv sichergestellt. Nun hat dieses die delikate Mission, den Datenfluss aller französischen Websites zu archivieren, die diesem Sektor angegliedert sind. Die für die Archivierung des Internets zuständigen Informatiker klassifizieren die Websites und speichern sie Seite für Seite. Jede Website setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen, also Texte, Bilder, Codes sowie Bedienungs- und Anzeigeelemente. Diese Website zum Beispiel besteht aus nahezu 200 Objekten. All diese Objekte können im Laufe der Zeit modifiziert werden, ergänzt, erweitert oder gelöscht. Wir speichern jede Website möglichst regelmäßig ab. Denn wenn man nur einen bestimmten Moment X für eine Website herausgreift, hat man keine Vorstellung von ihrer Dynamik, ihrer Entwicklung, davon, wie sie entstanden ist und im Laufe der Zeit erweitert wurde. Wenn man das mit einem Film vergleichen wollte, so versuchen wir, nicht gerade mit 24 Bildern pro Sekunde, aber mit 20 Bildern am Tag, eine Website aufzuzeichnen. In jedem Augenblick fügt jemand einen Kommentar hinzu, ein anderer ein Bild, ein dritter setzt einen Link ein. In einer fortlaufenden Bewegung, die nie aufhört. Die Speicherung des Internets ist eine titanische Arbeit. Die Informatiker des Instituts verwenden dazu digitale Roboter. Fünfmal am Tag sammeln sie sämtliche Bilder, Texte, Audioaufnahmen, die jede Seite der 10.000 untersuchten Websites ausmachen. Der Datenfluss im Internet wird so in einer Abfolge von Momentaufnahmen festgehalten. In 5 Jahren haben die Techniker des Instituts auf diese Weise 25 Milliarden Dateien zusammengetragen, darunter 7 Milliarden Websites. Dieses zersplitterte, auf Magnetband gespeicherte Gedächtnis wird den Historikern und Forschern zur Verfügung stehen,
die sich eines Tages mit der Welt beschäftigen, wie wir sie heute erleben. Ihre Aufgabe wird sich umso komplexer gestalten, als das Web verspricht, konstant zu expandieren. Hier wird jede Website durch einen Punkt symbolisiert. Diese Darstellung des Internets zeigt eine Komplexität an, die in nichts unserer Kenntnis vom Universum nachsteht. Im Jahr 2014 wurde im World Wide Web die Milliardengrenze von Internetseiten überschritten. Will ein Historiker in 1000 Jahren den Beginn des 21. Jahrhunderts erforschen, wird er über unerhörte Massen von Informationen verfügen. Umso schwieriger wird es für ihn sein, in einem derartigen Überfluss an Informationen einen Sinn auszumachen. Laufen wir nicht Gefahr, in dieser immensen Informationsflut unterzugehen? Der Informationsfluss im Internet speist eine Datenmasse, in der unser digitales Gedächtnis zu ertrinken droht, wenn wir keine wirksamen Werkzeuge finden, um uns diese Daten zunutze zu machen. So haben sich in Venedig Wissenschaftler, ausgerüstet mit leistungsstarken Programmen zur Analyse von Daten, an die Auswertung eines der größten papierenden Gedächtnisspeicher der Welt gemacht. Zweifellos nimmt ihr Vorgehen vorweg, wie die Arbeit der Historiker von morgen aussehen wird, die mit den gigantischen Massen von Informationen konfrontiert sein werden, die wir heute hervorbringen. Ihr Forschungsfeld ist aber nicht das Internet, sondern die Archive der Republik Venedig. Auf 80 Kilometern Regalfläche werden Millionen von Dokumenten aufbewahrt, die Auskunft geben über die Geschichte der Stadt durch 10 Jahrhunderte hindurch. Man findet dort Akten mit Angaben zu Personen, dann Handelsregister, Akten von Notaren und viele andere, kostbare oder auch unerhebliche Schriftstücke. Dieses unschätzbare Archiv erlaubt das Leben der Stadt und ihrer Bewohner fast Tag für Tag zu rekonstruieren. Wie befragt man eine derartige Masse von Informationen? Das Projekt Venice Time Machine, getragen vom Staatsarchiv Venedig und der Technischen Hochschule Lausanne, versucht eine Antwort auf diese Frage. Das Projekt Venice Time Machine will neue Instrumente bereitstellen, um in den 1000 Jahren venezianischer und europäischer Geschichte zu navigieren. Ausgangspunkt ist ein umfangreiches Digitalisierungsprogramm der venezianischen Archive, um ein offenes Informationssystem zu erhalten, in dem man navigieren und das dank neuer Schnittstellen erforscht werden kann. Indem sie das Dokument von seinem Träger löst, befreit die Digitalisierung von dem Umgang mit Papier, das schwer ist und viel Platz einnimmt. Die Information wird in gewisser Weise in den digitalen Raum transportiert. Damit wird sie grenzenlos verfügbar. Ein Begriff oder ein Eigenname kann so fast sofort in den Tausende von unzusammenhängenden Dokumenten aufgefunden werden. Die digitalisierten Dokumente können mit Schlagworten verbunden und damit vernetzt werden. So lassen sich alle Dokumente auffinden, die eine bestimmte Person betreffen, selbst wenn sie unter ganz verschiedenen Aktenzeichen abgelegt sind, in Testamenten, in Lehrverträgen. Genauso lassen sich alle Dokumente wiederfinden, die sich auf einen bestimmten Ort beziehen. Sie können eine Recherche auf einen bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit einengen. Das heißt, man kann auf neue Art Informationen erhalten, wie es zu Zeiten des klassischen Katalogs absolut unmöglich war. Hatten die venezianischen Bürokraten des Jahres 1000 eine Ahnung davon, dass man eines Tages auf physische Grenzen stoßen würde? Die Methode der Archivierung auf Papier ist zwar immer noch effektiv, aber sie bleibt mühsam. 10 Jahrhunderte später verfügen wir über Algorithmen, über Computerprogramme, die zwischen verstreuten Daten Verbindungen herstellen können, um Sinnzusammenhänge herauszuarbeiten. So wird aus der enormen Masse unterschiedlichster Papiere eine andere Geschichte Venedigs sichtbar. Eine genauere, nuanciertere, gerechtere Geschichte. Jedes Dokument, das wir transkribiert haben, wird dann auf Personen oder Ortsnamen hin analysiert.
Hier haben wir zum Beispiel die Person Baptiste Anani. Seine Verbindungen zu verschiedenen anderen Personen wurden von einem Erkennungsalgorithmus identifiziert. So ergeben sich Verbindungslinien zu diesem besonderen Dokument. Das gleiche Verfahren kann mit anderen Dokumenten wiederholt werden, zum Beispiel mit Steuererklärungen. Auch hier wird die Person Baptiste Anani mit anderen Personen in Verbindung gebracht. Alle Informationen, die wir über eine bestimmte Person besitzen, fügen wir zusammen zu einem größeren Soziogramm, das in gewisser Weise eine Art soziales Netzwerk der Vergangenheit bildet. Und das wird nach und nach mit der Digitalisierung des Archivs immer umfangreicher. Baptiste Anani, dessen Name und vergangenes Leben unter einem Berg aus Papier begraben war, kehrt zu uns zurück. Die Venezianer der Vergangenheit sind nun keine anonyme, körperlose Masse mehr. Es sind Schicksale, die sich kreuzen und die Geschichte beeinflusst haben. Das Besondere an den Archiven von Venedig ist die Vielzahl an Dokumenten zur Mikrogeschichte. Das heißt zur Geschichte aller Venezianer, nicht nur der großen Männer. Sie bilden ja sozusagen die reale Basis der großen Historie. Und ich hoffe sehr, dass Historiker in ein oder 200 Jahren ausreichend Daten zur Verfügung haben, um unsere gegenwärtige Epoche mit der gleichen Dichte zu rekonstruieren. Es geht nicht so sehr um die Zuverlässigkeit zukünftiger Festplatten, als um die Frage, ob wir fähig sein werden, Verfahren einzurichten, mit denen Daten kodiert und erhalten werden können, in all den Jahren, in denen wir sie erzeugen. In unserer Epoche wird der gleiche Typ von individuellen und kollektiven Daten gesammelt, wie die Venezianer sie im Lauf der Jahrhunderte archiviert haben. Dazu kommen noch Daten, die von den großen Forschungseinrichtungen produziert werden, plus die Daten der Behörden, plus die Daten aus den sozialen Netzwerken. Wenn wir nicht über Instrumente verfügen, die uns helfen, uns in dieser Masse von Informationen zurechtzufinden, werden sie ebenso schwer zugänglich sein wie die Papierarchive vor dem Beginn des Projekts Venice Time Machine. Solche neuen Navigationsinstrumente existieren bereits. In den Vereinigten Staaten hat das Unternehmen IBM ein ultrapotentes Interface namens Watson entwickelt. Dank seiner Algorithmen kann dieser Superrechner 200 Millionen Seiten in 3 Sekunden analysieren und zusammenführen. Möglicherweise werden wir morgen auf unseren Computern und Smartphones ein Interface haben, das mit seinen Analysen und Berechnungen so leistungsfähig ist, dass es zu einer Art unverzichtbarer Gedächtnisprothese wird. Heute ist unser kollektives Gedächtnis ein Speicher massenhaft miteinander vernetzter Daten, der ständig konsultiert werden kann. Und trotz der mangelnden Haltbarkeit der gegenwärtigen Datenträger verschwindet nur wenig im Orkus des Vergessens. Menschen haben seit Urzeiten Angst vor dem Vergessen. Die Angst vor dem Vergessen ist die Angst vor dem Tod. Darin steckt die Vorstellung, dass man verschwinden wird. Erinnerung ist das Mittel, die Zeit festzuhalten und in gewisser Weise den Tod fernzuhalten. Inzwischen ist die Furcht, Gedanken oder Erinnerungen an eine Person, an ein Land oder eine Geschichte nicht festhalten zu können, unbegründet, denn die Digitalisierung ermöglicht, alles zu bewahren. Aber indem wir alles bewahren, stellen sich heute für die Geschichte der Menschheit ganz neue Fragen. Kann, die die digitalen Informationen enthält. Langfristig erwiesen sich CDs als anfällige und unzuverlässige Speichermedien. Bei den Tests wurde außerdem die durchschnittliche Lebensdauer dieses Speichermediums ermittelt. Wir haben bei Stichproben von mehreren Sammlungen festgestellt, dass ca. 15% der CDs eine Lebensdauer von 1 bis 5 Jahren aufweisen. Die übrigen 85% können eine Lebensdauer von über 20 Jahren erreichen. Die Schlussfolgerungen des Labors sind eindeutig. CDs gelten heute nicht mehr als sicherer und dauerhafter Datenspeicher. Doch was ist mit den Festplatten, denen wir fast alle unsere Daten anvertrauen? Sie sind der Kern des Gedächtnisses unserer Computer. Jeden Tag zeichnen sie dank einer genialen und präzisen Mechanik Tausende von digitalen Informationen auf. Eine Festplatte schiedlichster Papiere, eine andere Geschichte Venedig sichtbar. Eine genauere, nuanciertere, gerechtere Geschichte. Jedes Dokument, das wir transkribiert haben, wird dann auf Personen oder Ortsnamen hin analysiert.
Hier haben wir zum Beispiel die Person Batiste Anani. Seine Verbindungen zu verschiedenen anderen Personen wurden von einem Erkennungsalgorithmus identifiziert. So ergeben sich Verbindungslinien zu diesem besonderen Dokument. Das gleiche Verfahren kann mit anderen Dokumenten wiederholt werden, zum Beispiel mit Steuererklärungen. Auch hier wird die Person Batiste Anani mit anderen Personen in Verbindung gebracht. Alle Informationen, die wir über eine bestimmte Person besitzen, fügen wir zusammen zu einem größeren Soziogramm, das in gewisser Weise eine Art soziales Netzwerk der Vergangenheit bildet. Und das wird nach und nach mit der Digitalisierung des Archivs immer umfangreicher. Batiste Anani, dessen Name und vergangenes Leben unter einem Berg aus Papier begraben war, kehrt zu uns zurück. Die Venezianer der Vergangenheit. Maßstab entspricht das einer Concorde, die mit Höchstgeschwindigkeit einen Meter über der Erdoberfläche dahinrast. Das bedeutet, dass das winzigste Staubkorn, die kleinste Erschütterung, zu einer Katastrophe führt. Und von dem Moment an, wo der Lese- und Schreibkopf die Magnetscheibe berührt, ist die Festplatte tot, denn der Kopf klebt dann durch molekulare Adhäsion an der Magnetscheibe. Festplatten sind sehr stoßempfindlich und nicht vollkommen vor Staub und Verunreinigungen geschützt. Die Hersteller übernehmen deshalb für Festplatten nur 5 Jahre Garantie. Sind die Flash-Speicher, mit denen unsere Fotoapparate und die USB-Sticks ausgerüstet sind, eine zuverlässigere Alternative? Bei den SSD, bei USB-Sticks oder den Speicherkarten in Fotoapparaten gibt es ein anderes Problem. Denn sie können nur... Um das Verfahren zu testen, werden die kleinen Stücke DNA an das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg geschickt, wo sie dekodiert werden. Die Biologen haben die DNA-Stränge in ein Sequenzierungsgerät eingegeben. Mit Hilfe dieser Apparate werden die Kombinationen der Buchstaben ACTG nachverfolgt. Stellen Sie sich vor, wie viele Daten sich in großen Forschungseinrichtungen wie dieser anhäufen. Man muss also eine Lösung finden, sie aufzubewahren oder zunächst wenigstens einmal zu archivieren. Sonst verlieren wir bei all dem wissenschaftlichen Fortschritt hier schon bald den Zugang zu ihnen. Bereits jetzt kommt unsere Gesellschaft Wissen abhanden. Ich glaube, die Forschung an DNA-Speichern ist ein wirklich vielversprechender Weg. Einen kopiert, und zwar normalerweise unendlich oft, besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Fehler einschleicht. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit lässt sich leben, aber wenn man sehr oft repliziert, kann diese geringe Fehlerwahrscheinlichkeit mit der Zeit sehr groß werden. Deshalb wurden in die digitale Wiedergabe von Informationen Korrekturcodes eingeführt, die garantieren sollen, dass die Kopie jedes Mal fehlerfrei ist. Jede digitale Botschaft, die auf irgendeinen Datenträger geschrieben wird, transportiert gleichzeitig ihre eigenen Korrekturcodes, die Fehler korrigieren und für eine perfekte Kopie der Daten sorgen. Derart gesichert kann eine Datei unendlich repliziert werden. An Ort und Stelle oder in einem anderen Datenzentrum, sehr weit von dem ersten entfernt. Selbst wenn jeden Tag Festplatten in den Datenzentren Schaden nehmen, hat das faktisch keinerlei Einfluss auf unsere Daten, denn sie wurden ja kopiert. Unser digitales Gedächtnis wird mobil. Es wird immer umfangreicher und es gibt immer mehr Datenzentren. Wir gehen aber widerstandsfähiger als jeder Obelisk aus Stein. Quarz. In Japan arbeiten die Ingenieure des Hitachi-Labors, das der Universität von Kyoto angeschlossen ist, an Quarz. Mit dem Ehrgeiz, den stabilsten digitalen Datenträger herzustellen, der je entwickelt wurde. Sie müssen sich jedoch mit dem Problem der ungeheuren Härte des Bergkristalls auseinandersetzen. Wir haben 1996 mit unseren Forschungen begonnen. Das Team um Miyuraki Utaka fand damals heraus, dass Laser die Struktur von Quarz verändern kann. Nach dieser Entdeckung begannen wir zu erforschen, ob sich dieses Phänomen in eine Technologie zur Abbildung digitaler Daten umsetzen lässt. Ich werde jetzt Daten in diesem Quarzglas speichern.
Die Daten werden mit Hilfe eines Lasers eingeschrieben. Bei stark radioaktiven Abfällen hat man es mit ganz anderen Zeitdimensionen zu tun. Die Andra plant, radioaktives Material, das in 500 Jahren, in manchen Fällen sogar erst in 5000 Jahren, kein Risiko mehr darstellen wird, tief in der Erde zu vergraben. Über diesen sehr langen Zeitraum hinweg muss jederzeit bekannt sein, wo das Material vergraben ist und unter welchen Bedingungen es gelagert wird. Bei der Grabung der 1400 Meter langen unterirdischen Stollen des Labors ergab sich eine Lösung. Bei der Langzeitspeicherung, dabei denken wir an viele Jahrtausende, führt einer der Wege, die wir erforschen, zu den Deponien des Materials, das wir aus den Stollen gefördert haben. Denn das kommt an dem Ort, wo es sich nun befinden wird. Geologensetzung ist komplex und kostenaufwendig. Doch es ist kein Zukunftstraum, wenn wir uns vorstellen, dass in Zukunft Millionen von Reagenzgläsern mit DNA-Strängen in Magazinen lagern werden. So wie wir heute in unseren Bibliotheken Bücher aufstellen und einordnen. Unsere Daten könnten also in der Sprache des Lebendigen festgehalten werden. Die Frage der Dauer wäre geregelt, doch ein Problem müsste noch gelöst werden. Das Problem des Umfangs. Mit dem Internet haben Informationen ihre Beständigkeit verloren. So als würden die Bücher unserer Bibliotheken alle Augenblicke erneuert. Ein getreues Gedächtnis muss dieser Dynamik Rechnung tragen. Alle Speicherverfahren, CDs, Quarz, Magnetbänder und sogar die DNA sind nicht dazu geeignet, Daten zu speichern, die sich ständig verändern. Für unsere digitalen Daten, unsere Fotos, unsere Mailboxen haben wir begegnen zu können, die bei wissenschaftlichen Versuchen produziert werden. Der Elektronenbeschleuniger des CERN an der französisch-schweizerischen Grenze ist ein riesiger kreisförmiger Tunnel von 27 Kilometern Umfang in 100 Metern Tiefe. Im Innern dieses Rings kollidieren Elektronen und Positronen in Höchstgeschwindigkeit. Die Analyse ihrer Kollisionen mit ultraempfindlichen Messgeräten erlaubt es, dem Ursprung des Universums auf die Spur zu kommen. Wir sind hier am CMS-Detektor, wo die Partikel des Large Hadron Collider aus beiden Richtungen kommend hier in der Mitte kollidieren und viele Kollisionen erzeugen. Es ist vergleichbar mit einer Digitalkamera, aber in Ihrer Digitalkamera ist der Sensor ungefähr so groß. Hier hingegen hat er eine Größe von 10 auf 10 Meter. Ein weiterer Unterschied besteht in der Anzahl der aufgenommenen Bilder pro Sekunde. Wir nehmen hier. Die Andra ist immer noch auf der Suche nach einem digitalen Datenträger, der stabil und widerstandsfähig genug ist und in diesen Deponien eingelagert werden kann, um zukünftigen Generationen das Vorhandensein des in der Tiefe vergrabenen nuklearen Materials anzuzeigen. Sie könnten sich dabei anregen lassen von Zivilisationen, die uns vor sehr langer Zeit in Stein gehauene Botschaften hinterlassen haben. Wie zum Beispiel die Hieroglyphen, die uns aus dem antiken Ägypten überliefert worden sind. Wieder einmal führt uns die Vergangenheit in die Zukunft. Wir verfügen heute über ein Mineral, das Hitze, Säure und Radiowellen widersteht. Ein Mineral, das zwar nicht unzerstörbar ist, in jedem Fall aber widerstandsfähiger als jeder Obelisk aus Stein. Quarz. In Japan arbeiten die Ingenieure des Hitachi-Labors, das der Universität von Kyoto angeschlossen ist. Forschen wird er über unerhörte Massen von Informationen verfügen. Umso schwieriger wird es für ihn sein, in einem derartigen Überfluss an Informationen einen Sinn auszumachen. Laufen wir nicht Gefahr, in dieser immensen Informationsflut unterzugehen? Der Informationsfluss im Internet speist eine Datenmasse, in der unser digitales Gedächtnis zu ertrinken droht, wenn wir keine wirksamen Werkzeuge finden, um uns diese Daten zunutze zu machen. So haben sich in Venedig Wissenschaftler, ausgerüstet mit leistungsstarken Programmen zur Analyse von Daten,
an die Auswertung eines der größten papierenden Gedächtnisspeicher der Welt gemacht. Zweifellos nimmt ihr Vorgehen vorweg, wie die Arbeit der Historiker von morgen aussehen wird, die mit den gigantischen Massen von Informationen konfrontiert sein werden, die wir heute hervorbringen. Ihr Forschungsfeld ist aber nicht das Internet, sondern die Archive der Republik Venedig. Auch leistungsstarken Programmen zur Analyse von Daten an die Auswertung eines der größten papierenden Gedächtnisspeicher der Welt gemacht. Zweifellos nimmt ihr Vorgehen vorweg, wie die Arbeit der Historiker von morgen aussehen wird, die mit den gigantischen Massen von Informationen konfrontiert sein werden, die wir heute hervorbringen. Ihr Forschungsfeld ist aber nicht das Internet, sondern die Archive der Republik Venedig. Auf 80 Kilometern Regalfläche werden Millionen von Dokumenten aufbewahrt, die Auskunft geben über die Geschichte der Stadt durch 10 Jahrhunderte hindurch. Man findet dort Akten mit Angaben zu Personen, dann Handelsregister, Akten von Notaren und viele andere, kostbare oder auch unerhebliche Schriftstücke. Dieses unschätzbare Archiv erlaubt das Leben der Stadt und ihrer Bewohner fast Tag für Tag zu rekonstruieren. Wie befragt man eine derartige Masse von Informationen? Das Projekt verarbeitet und gespeichert. Das ist ein Disk Array. Davon gibt es hier Hunderte. Es besteht aus Rechnern, aus Festplatten. Und das ist dann die Cloud. Alle Speicher von Unternehmen, von Individuen, ihre Fotos, ihre E-Mails, alles befindet sich in solchen Disk Arrays, irgendwo auf dem Planeten, in den Datenzentren. Die Cloud der Datenzentren verwaltet unser digitales Alltagsleben, einschließlich unserer immer wichtigeren vertraulichen Daten. Das Gedächtnis der Menschheit, in gewisser Weise auch das Gedächtnis von Individuen, wird heute durch die Datenzentren gesichert. Diese Daten haben einen beträchtlichen Wert. Sie dürfen nicht verloren gehen. Und die einzige Methode, um diese Informationen zu erhalten, besteht im Wesentlichen darin, sie zu replizieren. Damit die Dateien unserer Erinnerungen auf Dauer Bestand haben, werden sie also in den Datenzentren fortwährend von einer Festplatte auf eine andere übertragen. Wenn man digitale Informationen repliziert, also kopiert, und zwar normalerweise unendlich oft, besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Fehler einschleicht. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit lässt sich leben, aber wenn man sehr oft repliziert, kann diese geringe Fehlerwahrscheinlichkeit mit der Zeit sehr groß werden. Deshalb wurden in die digitale Wiedergabe von Informationen Korrekturcodes eingeführt, die garantieren sollen, dass die Kopie jedes Mal fehlerfrei ist. Jede digitale Botschaft, die auf irgendeinen Datenträger geschrieben wird, transportiert gleichzeitig ihre eigenen Korrekturcodes, die Fehler korrigieren und für eine perfekte Kopie der Daten sorgen. Derart gesichert kann eine Datei unendlich repliziert werden. An Ort und Stelle oder in einem anderen Datenzentrum, sehr weit von dem ersten entfernt. Selbst wenn jeden Tag Festplatten in den Datenzentren Schaden nehmen, hat das faktisch keinerlei Einfluss auf unsere Daten, denn sie wurden ja kopiert. Unser digitales Gedächtnis wird mobil. Es wird immer umfangreicher und es gibt immer mehr Datenzentren. Wir generieren immer mehr Informationen, immer mehr Wissen. Aber werden diese Informationen und Erkenntnisse in 50 oder 100 Jahren noch verfügbar sein? Wie kann ein Forscher oder Akademiker in 100 Jahren das Internet vom Anfang des 21. Jahrhunderts untersuchen? Wird es noch verfügbar sein? Wird das Web konserviert worden sein? Lassen sich dann noch Spuren finden? Mit dem Internet, das fortwährend von den Datenzentren gespeist wird, sind Informationen heute im Fluss. Das Web wandelt sich permanent. Jede Sekunde entstehen neue Seiten, andere verschwinden. Mit welcher Methode kann man zukünftigen Generationen dieses Gedächtnis zugänglich machen, das so veränderlich und kurzlebig geworden ist? In Frankreich wurde die Konservierung der Inhalte von Fernsehen und Radio durch ein zentrales Archiv sichergestellt. Nun hat dieses die delikate Mission, den Datenfluss aller französischen Websites zu archivieren
die diesem Sektor angegliedert sind. Die für die Archivierung des Internets zuständigen Informatiker klassifizieren die Websites und speichern sie Seite für Seite. Jede Website setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen, also Texte, Bilder, Codes sowie Bedienungs- und Anzeigeelemente. Diese Website zum Beispiel besteht aus nahezu 200 Objekten. All diese Objekte können im Laufe der Zeit modifiziert werden, ergänzt, erweitert oder gelöscht. Wir speichern jede Website möglichst regelmäßig ab. Denn wenn man nur einen bestimmten Moment X für eine Website herausgreift, hat man keine Vorstellung von ihrer Dynamik, ihrer Entwicklung, davon, wie sie entstanden ist und im Laufe der Zeit erweitert wurde. Wenn man das mit einem Film vergleichen wollte, so versuchen wir, nicht gerade mit 24 Bildern pro Sekunde, aber mit 20 Bildern am Tag, eine Website aufzuzeichnen. In jedem Augenblick fügt jemand einen Kommentar hinzu, ein anderer ein Bild, ein dritter setzt einen Link ein. In einer fortlaufenden Bewegung, die nie aufhört. Die Speicherung des Internets ist eine titanische Arbeit. Die Informatiker des Instituts verwenden dazu digitale Roboter. Fünfmal am Tag sammeln sie sämtliche Bilder, Texte, Audioaufnahmen, die jede Seite der 10.000 untersuchten Websites ausmachen. Der Datenfluss im Internet wird so in einer Abfolge von Momentaufnahmen festgehalten. In 5 Jahren haben die Techniker des Instituts auf diese Weise 25 Milliarden Dateien zusammengetragen, darunter 7 Milliarden Websites. Dieses zersplitterte, auf Magnetband gespeicherte Gedächtnis wird den Historikern und Forschern zur Verfügung stehen, die sich eines Tages mit der Welt beschäftigen, wie wir sie heute erleben. Ihre Aufgabe wird sich umso komplexer gestalten, als das Web verspricht, konstant zu expandieren. Hier wird jede Website durch einen Punkt symbolisiert. Diese Darstellung des Internets zeigt eine Komplexität an, die in nichts unserer Kenntnis vom Universum nachsteht. Im Jahr 2014 wurde im World Wide Web die Milliardengrenze von Internetseiten überschritten. Will ein Historiker in 1000 Jahren den Beginn des 21. Jahrhunderts erforschen, wird er über unerhörte Massen von Informationen verfügen. Umso schwieriger wird es für ihn sein, in einem derartigen Überfluss an Informationen einen Sinn auszumachen. Laufen wir nicht Gefahr, in dieser immensen Informationsflut unterzugehen? Der Informationsfluss im Internet speist eine Datenmasse, in der unser digitales Gedächtnis zu ertrinken droht, wenn wir keine wirksamen Werkzeuge finden, um uns diese Daten zunutze zu machen. So haben sich in Venedig Wissenschaftler, ausgerüstet mit leistungsstarken Programmen zur Analyse von Daten, an die Auswertung eines der größten papierenen Gedächtnisspeicher der Welt gemacht. Zweifellos nimmt ihr Vorgehen vorweg, wie die Arbeit der Historiker von morgen aussehen wird, die mit den gigantischen Massen von Informationen konfrontiert sein werden, die wir heute hervorbringen. Ihr Forschungsfeld ist aber nicht das Internet, sondern die Archive der Republik Venedig. Auf 80 Kilometern Regalfläche werden Millionen von Dokumenten aufbewahrt, die Auskunft geben über die Geschichte der Stadt durch 10 Jahrhunderte hindurch. Man findet dort Akten mit Angaben zu Personen, dann Handelsregister, Akten von Notaren und viele andere, kostbare oder auch unerhebliche Schriftstücke. Dieses unschätzbare Archiv erlaubt, das Leben der Stadt und ihrer Bewohner fast Tag für Tag zu rekonstruieren. Wie befragt man eine derartige Masse von Informationen? Das Projekt Venice Time Machine, getragen vom Staatsarchiv Venedig und der Technischen Hochschule Lausanne, versucht eine Antwort auf diese Frage. Das Projekt Venice Time Machine will neue Instrumente bereitstellen, um in den 1000 Jahren venezianischer und europäischer Geschichte zu navigieren. Ausgangspunkt ist ein umfangreiches Digitalisierungsprogramm der venezianischen Archive, um ein offenes Informationssystem zu erhalten, in dem man navigieren und das dank neuer Schnittstellen erforscht werden kann.
Indem sie das Dokument von seinem Träger löst, befreit die Digitalisierung von dem Umgang mit Papier, das schwer ist und viel Platz einnimmt. Die Information wird in gewisser Weise in den digitalen Raum transportiert. Damit wird sie grenzenlos verfügbar. Ein Begriff oder ein Eigenname kann so fast sofort in den Tausende von unzusammenhängenden Dokumenten aufgefunden werden. Die digitalisierten Dokumente können mit Schlagworten verbunden und damit vernetzt werden. So lassen sich alle Dokumente auffinden, die eine bestimmte Person betreffen, selbst wenn sie unter ganz verschiedenen Aktenzeichen abgelegt sind, in Testamenten, in Lehrverträgen. Genauso lassen sich alle Dokumente wiederfinden, die sich auf einen bestimmten Ort beziehen. Sie können eine Recherche auf einen bestimmten Raum und eine bestimmte Zeit einengen. Das heißt, man kann auf neue Art Informationen erhalten, wie es zu Zeiten des klassischen Katalogs absolut unmöglich war. Hatten die venezianischen Bürokraten des Jahres 1000 eine Ahnung davon, dass man eines Tages auf physische Grenzen stoßen würde? Die Methode der Archivierung auf Papier ist zwar immer noch effektiv, aber sie bleibt mühsam. 10 Jahrhunderte später verfügen wir über Algorithmen, über Computerprogramme, die zwischen verstreuten Daten Verbindungen herstellen können, um Sinnzusammenhänge herauszuarbeiten. So wird aus der enormen Masse unterschiedlichster Papiere eine andere Geschichte Venedigs sichtbar. Eine genauere, nuanciertere, gerechtere Geschichte. Jedes Dokument, das wir transkribiert haben, wird dann auf Personen oder Ortsnamen hin analysiert. Hier haben wir zum Beispiel die Person Battista Nani. Seine Verbindungen zu verschiedenen anderen Personen wurden von einem Erkennungsalgorithmus identifiziert. So ergeben sich Verbindungslinien zu diesem besonderen Dokument. Das gleiche Verfahren kann mit anderen Dokumenten wiederholt werden. Zum Beispiel mit Steuererklärungen. Auch hier wird die Person Battista Nani mit anderen Personen in Verbindung gebracht. Alle Informationen, die wir über eine bestimmte Person besitzen, fügen wir zusammen zu einem größeren Soziogramm, das in gewisser Weise eine Art soziales Netzwerk der Vergangenheit bildet. Und das wird nach und nach mit der Digitalisierung des Archivs immer umfangreicher. Battista Nani, dessen Name und vergangenes Leben unter einem Berg aus Papier begraben war, kehrt zu uns zurück. Die Venezianer der Vergangenheit sind nun keine anonyme, körperlose Masse mehr. Es sind Schicksale, die sich kreuzen und die Geschichte beeinflusst haben. Das Besondere an den Archiven von Venedig ist die Vielzahl an Dokumenten zur Mikrogeschichte. Das heißt zur Geschichte aller Venezianer, nicht nur der großen Männer. Sie bilden ja sozusagen die reale Basis der großen Historie. Und ich hoffe sehr, dass Historiker in 100 oder 200 Jahren ausreichend Daten zur Verfügung haben, um unsere gegenwärtige Epoche mit der gleichen Dichte zu rekonstruieren. Es geht nicht so sehr um die Zuverlässigkeit zukünftiger Festplatten, als um die Frage, ob wir fähig sein werden, Verfahren einzurichten, mit denen Daten kodiert und erhalten werden können, in all den Jahren, in denen wir sie erzeugen. In unserer Epoche wird der gleiche Typ von individuellen und kollektiven Daten gesammelt, wie die Venezianer sie im Lauf der Jahrhunderte archiviert haben. Dazu kommen noch Daten, die von den großen Forschungseinrichtungen produziert werden, plus die Daten der Behörden, plus die Daten aus den sozialen Netzwerken. Wenn wir nicht über Instrumente verfügen, die uns helfen, uns in dieser Masse von Informationen zurechtzufinden, werden sie ebenso